So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider, Survival is Born. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Granatwerfer bekommen und das Upgrade der Schrotflinte gemacht. Und zwar haben wir jetzt eine Pumpgun mit einem Magazin und wir machen hier direkt weiter. Wir brauchen ja noch ein bisschen Bergungsgut, wir haben davon ja so wenig. Falsche Waffe, wollte ich sagen. Falsche Dingens getippt, so rum. Bleib weg von mir! Komm mit, du! Lauf! So. Mal ein bisschen Unruhe gestiftet. Los, los, weitersuchen. Such mal. Bescheid. Wir brauchen mal ein paar Granaten. Wir haben davon so wenig. Und irgendwie hängen wir mal wieder an der Wand fest. Ziemlich uncool. Lara, falsche Ecke. Säcke. Wie kann der bitte in diese Ecke Feuer werfen? Da drüben hätte ich es verstanden, aber nicht da. Fick dich doch, das gibt's doch gar nicht. Ich möchte nicht sehen, wie oft ich in diesem Spiel gestorben bin. Vermutlich um die 100 Mal oder so. Machen wir das mal so, wir holen jetzt mal die hier. Verstärkung. Penner. Mit die Dinger können wir sprengen. Ach, da ist ja noch einer. Korrigiere, da war einer. Ah!
Ja. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Die läuft vorne vor der Wand und springt dann selbstständig an die Wand ran und hält sich daran fest. Oh, ich hasse sowas, ne? Weil eigentlich ist dieses Spiel relativ bugfrei. Aber hier momentan geht's gar nicht. Boom. Pfosten. Meine Fresse. So, also vorlaufen und zurücklaufen. Ja, leck mich doch. Ich frage mich immer noch, wie die da hinten hintreffen könnten, die Ecke. Bastarde. Da oben drauf ist der Drecksack. Achso, der ist nur runtergefallen. Das ist okay. Ich hoffe, dass es das jetzt hier erstmal war in der Ecke. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich komme nicht mal dazu, den Typen zu beschießen. Zieh mich nochmal hier in die Ecke zurück. Genau aus dem Grunde, weil ich den irgendwie konnte ich mich daran erinnern, dass dann auch irgendwas Fieses kam. Sag mal! Ey, aber wie viel die denn schmeißen? Echt, das ist mir zu viel. Mann, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schmeiß doch mal nicht 100.000 Molotow-Cocktails. So viel kann kein Mensch haben. Nicht ein Mensch kann so viel haben. Blöder Pisser, ey. Meine Fresse, ey.
noch nicht alle tot. Na komm her, du Penner. Boah, ich wollte eigentlich auf der Schrotflinte sein. So, darf ich jetzt hier endlich mal ein bisschen looten wieder? Meine Fresse, ey, ernsthaft, ne? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, ich. Brauche nämlich erstmal wieder neue Munition. So. Kurz gucken. Ja, hier haben wir eigentlich alles. Ja, gut, okay, das wusste ich. Auf den zu schießen bringt absolut gar nichts, wenn ich das mal so als kleine Information rausgeben darf. Lauf, Lara! Der ist ausgeschalten. Das mussten wir machen, weil sonst knallt Daddy uns gleich um die Ohren. Ja, jetzt müssen wir warten. Mann, wenigstens haben wir das Ding jetzt zerstört, das ist gut. Lara, heil dich. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Die beiden brennenden Teile sind eigentlich jetzt kein großes Problem, die puffen nur und dann sind sie weg.
Da hinten ist Munition, da oben drauf sind Gegner. Keine Munition mehr. Also beziehungsweise keine Munition mehr, keine Granaten mehr. Sehr gut, der ist auch ausgeschalten. Das habe ich jetzt nicht gemacht, um lautloser zu sein, sondern irgendwie haben wir mehr Kraft mit dem Bogen als mit normalen Waffen. Uff, Schwein gehabt. Und ihr habt übrigens wirklich nur diese Alternative. Ihr kommt da nicht anders ran. Ich habe es ausprobiert. Ah, Granaten haben wir voll. Bamsen! Naja, doch, Kugeln. So, jetzt war da aber sonst nichts weiter. Lara! Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu Roth, ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! So. Da haben wir also Sam unterrichtet, nicht in den Helikopter zu steigen. Also wir natürlich nicht, sondern die werte Lara. In das Wasser können wir, glaube ich, nicht rein. Obwohl, eigentlich müssten wir rein können, aber... Bringen tut es uns nicht viel. Also habt ihr auch das gesehen, da kommen wir nicht groß weiter, also so gar nicht. Übrigens eine sehr coole Melodie im Hintergrund, muss ich sagen. Oh. Juhu! So, dann geht's hier doch mal weiter. Beschissen an dieser Drecksack. Darüber. Oh nein, Sie dürfen nicht an den Helikopter steigen. Ja, schon klar. Zerstört die Brücken! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Lauf, Lara!
Penner. Ups. Zu spät gesprungen. Ich würde sagen, wir machen hier aber einen kleinen Folgenpäuschen. Und ob wir die Brücke schaffen oder nicht schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Ups, da Päuschen. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, euer Fo.